Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Gothic 2 und die Nacht des Raben-Addon. Ja, wir waren hier stehen geblieben vor der Taverne zur Toten Harpie. Wir hatten Greg ausgeholfen und uns hier noch ein bisschen in der Taverne umgesehen. Ist Und auch ich schon würde sagen, wir machen uns erstmal wieder auf den Rückweg in die Stadt. Das will doch keiner mehr hören. Und schauen, dass wir uns jetzt endlich mal einen Job besorgen und ordentlicher Bürger werden. Und ja. Schauen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, welchen Job ich nehmen werde gleich. Aber wir sollten eigentlich alle Voraussetzungen erfüllen. Wir könnten noch eben hier bei den Bauern vorbeigucken. Da ist der zweite Weg zum Leuchtturm. Jede Menge Pilze mal wieder. Nehmen wir natürlich mit. Auch noch einer. So, wen haben wir denn hier? Igel. Warte mal. Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Egil und Inim. Alles klar. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Aha, toll. Das war jetzt weniger informativ, als ich gehofft hatte. Jene. Hey, you! Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Arkhil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Alles klar. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. So ist das. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll mal nicht so aufschneiden. Das sagen wir ihm doch glatt. Da gehen wir rüber und teilen es ihm mit. Hey! Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Eine kleine Prügelei unter Brüdern ist doch bestimmt interessant. Enem ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Aber mit Vergnügen. Aber das mit dem Aufblasen hat wohl schon jemand anderes gemacht. Hey. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Dreckskerl gibt nicht nach. Habe ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Jetzt gibt's auf die Fresse. Oh, das war ja mal. Ja.
glaube, Ege liegt gleich auf dem Boden. Er hat schon mehr kassiert. Ich muss nur schnell genug daneben stehen. Dann kann ich die Sichel für mich sichern. Haut nur nicht mich. Vorsicht, Jungs. Nicht wegrennen. Na also. Das nehmen wir auch. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Mist, ich glaube, das Gold haben wir nicht mehr abgekriegt. Schade. So, da oben stehen die Bauern, haben wohl eine kleine Versammlung. Ah, die reden mit den Söldnern. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Oh, das klingt nach einem Punkt zum Speichern. Das hätte ich dir vorher sagen können. Varys Engrado. Die Namen sagen mir nichts. Gibt's Schwierigkeiten? Nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Okay. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Das war keine große Sache. Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich würde sagen, wenn du leben willst, dann verschwindest du jetzt, kapiert? Da kann man sich nicht drauf. Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. Ich will mich euch Söldnern anschließen. Ach ja? Dann verpiss dich. Sonst wirst du dich niemandem mehr anschließen. Schade. Ich habe dir eine Chance gegeben. Aber du, wir lassen die anderen schon mal prügeln. Okay, dann werde ich dich jetzt umbringen. Engano, machen wir sie fertig. Jetzt bist du dran. Das war's für dich, Junge. Inno sei Dank. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Mein Name ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Ah, wir sind der liebe, brave Fremde. Nichts. Hauptsache, ihr habt die Sache gut überstanden. Für etwas mehr Erfahrung. Du bist ein außergewöhnlicher Kerl. Möge Innos dich auf deinem Weg schützen. Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Naja, oder auch nicht, wenn wir da sind. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Ah, alles klar. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt's nur jede Menge Monster.
Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Hm. Ups. Los, Kriegsachs aufheben. Dietrich, Käse, Goldbrocken, Stängel Sumpfkraut. Großer Zweihänder. Oh, ein Degen. Heilkraut, Feinbeere, zwei Dietriche. Kann man bestimmt gebrauchen. Zehn Geschicklichkeitspunkte zu wenig, um den Degen zu verwenden. Schade, das wären 10 Schaden mehr. Warte mal. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Dann? Hinder. Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ich komme von... Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akir gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um... Ja, wir könnten die Flasche Wacholder natürlich gegen Wasser austauschen. Speichern erstmal. Und dann geht das Ganze besser vonstatten. Ich glaube, hier waren die Banditen noch auf der Brücke. Wie viele waren das denn? 1, 2, 3. Das sind mindestens 5 Stück. Ne. Und weg. Da gehen wir noch nicht hin. Die werden uns fertig machen. Definitiv. Ich sammle mir Pflanzen. Wie gesagt, so, jetzt nach dieser kleinen Zwischenanlage gehen wir dann doch mal Richtung Stadt. Wobei uns jetzt natürlich die Nacht einen Strich durch die Rechnung zieht, was die Leute angeht, weil, werden uns jetzt wohl eher nicht sprechen wollen. So. Da.
ihr denn? Das habe ich schon immer gesagt. Oh, er lebt noch. Leben sowieso, aber er schläft nicht. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Ich habe alle Pflanzen. Ich habe alle Pflanzen, die ich dir bringen sollte. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, hä? Bei Adanos. Es ist tatsächlich alles dabei. Ja. Aus dir könnte vielleicht doch noch ein brauchbarer Alchemist werden, wenn ich glaube.